Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Al-Evrima. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, ehrlich gesagt. Wo sind wir hier? Ach, wir sind in der Höhle drin. Ja, wir sind als kleiner Hübsi gerade geschlüpft. Können wir denn hier raus? Na, wir sind ein ganz, ganz kleiner, süßer Hübsi. Ich wusste gar nicht, dass der eine Höhle... Ah, nee, warte mal. Ah, jetzt check ich das. Die haben das Nest ganz komisch platziert. Hä? Okay. Ja, das ist ein bisschen verwirrend gewesen. Auf jeden Fall sind wir ein Weibchen. Sonst wären wir ja Herbert gewesen. Da muss ich mir jetzt einen neuen Namen überlegen. Dann sind wir jetzt Hermine. Ich bettel mal nach Food. Okay, die Diät ist nicht perfekt, aber ist egal. Wir sind schon mal am Start, was Wachstum angeht. Aber wir sehen schon echt süß aus, ne? Diese Geräusche auch dazu. Aber das Nest finde ich sehr, sehr lustig. Keine Ahnung, wie die das so platzieren konnten. Ist aber wie so eine kleine Höhle. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh Gott. Wo kam der denn jetzt her? Aber der sah nicht böse aus. Guck mal, da ist er. Serverping ist leider schon wieder echt schlecht. Bitte nicht essen, großer Cerato. Wo gehst du hin? Schade. Die Kinder drin richtig durch, ey. Das ist absolut nervig. Die armen Eltern. Ich lege mich mal ein bisschen außerhalb hin. Damit die wenigstens ein bisschen mehr Ruhe haben. Also die Kinder spammen richtig durch. Ich glaube, wir werden gleich einfach zurückgelassen. Okay, ich glaube, wir sind schon mal... Das Lieblingskind. Die anderen sind die ADHS-Kinder. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ey. Die sind alle völlig verrückt.
Erstmal nochmal Futter schnorren, Herzchen geben, dann wieder hinschillen. Ich glaube übrigens, wir sind knallig gelb. Guck mal hier im Mondschein, da sieht man so ein ganz bisschen. Ja, so gelb-rot. Oh, sehr auffällige Farbe. Oh, ich glaube, jetzt müssen wir selber essen. Ich kann nicht mehr betteln. Da müssen wir mal etwas holen. Irgendwie konnte ich das andere gerade nicht essen. Deswegen esse ich jetzt hier irgendwelche Blumen. Die sind zwar nichts für die Diät, aber Hauptsache, der Magen ist erstmal gefüllt. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Hier ist ein Raptor. Wir müssen eigentlich noch was trinken. Wir denn hier ins Ufer? Oh nein! Oh Gott, ich bin reingefallen. Einfach abgerutscht in der Klippe. Okay, jetzt trinken wir schnell. Und dann sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Zum Glück sind wir so klein, also so leicht finden die uns nicht, glaube ich. Aber ich höre hier schon fiese Viecher. Anscheinend haben wir schon zwei verloren. Zumindest laut dem Chat. Ich habe davon nicht viel mitbekommen. Aber ich möchte ungern der Dritte sein. Ich habe auch halt nicht das Gefühl, dass wir so jetzt stark sind im Team. Also ich glaube, wir sind einfach Fluchttiere. Wenn was kommt, müssen wir uns alle verstecken. Ich glaube, da ist jeder so ein bisschen auf sich selbst gestellt. Kann aber auch schon spucken jetzt mittlerweile. Also man kann ja rechtsklick gedrückt halten bei dem Hypsi und dann kann man Gegner anspucken. Versuche ich jetzt aber mal nichts machen. Ich weiß nur nicht. Aber ich habe gespuckt, okay. Wenn man rechtsklick loslässt, dann spuckt man direkt. Oh. Das ist ein Kano. Jetzt haben wir ihn blind gemacht. Habt ihr das gesehen? Also so golden wird es dann, wenn man auf die schießt. Der hat gerade Schaden bekommen, oder? Wir greifen ihn sogar an. Der ist halt AFK oder so. Sterben will ich nicht. Grase mal eben kurz ein bisschen. Aber ich glaube, wir sind später auch sowieso auf eine größere Pflanzenfresserherde angewiesen. Also eine mit ein bisschen stärkeren Tieren auch. Und da können wir da so ein bisschen supporten vielleicht. Indem wir da die Gegner blind machen. Ich glaube, mehr ist einfach nicht drin.
Kann ich hier irgendwie nicht essen? So, dann essen wir uns jetzt hier mal voll. Ich glaube, ich mache mal zwei Diäten dann hiervon. Und dann vielleicht gleich nochmal eine andere suchen, eine dritte. Es wird aber vom Mageninhalt schwer. Aber das Gute ist ja, wir können ja unseren Mageninhalt auch entleeren. Durchs Spucken. Das ist ein großer Vorteil. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal die Gegend spucken, zweimal. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Magen. Schon können wir unsere Diäten vernünftig auffüllen. Aber ich sehe nur noch einen unserer Mates. Ja, aber in der Gruppe sind noch fünf. Also sie sind einfach nur woanders gerade. Sind wir an unserem Nestplatz. Aber irgendwie können wir uns gerade nicht einladen. Bin halt jetzt auch nicht mehr in der anderen Gruppe, weil ich gerade rausgehen wollte. Ah, wir haben unseren ersten Kill gemacht. Oh yeah. Also meine Gruppen sind auf jeden Fall verbuggt. Ich habe noch Namen angezeigt da vorne, obwohl ich niemanden mehr in der Gruppe habe. Oh, ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt. Das ist alles ein bisschen buggy hier mit den Gruppen. Aber es ist so, dann suchen wir uns jetzt eine andere Familie, eine stärkere. Mit großen Pflanzenfressern im besten Fall. Vielleicht Stegos, Tenos, sowas in die Richtung wäre cool. Oder vielleicht ja auch eine Pachy-Familie, die mich adoptiert. Wir huschen jetzt erstmal Richtung Center, weil ich hier noch gerne was trinken würde. Nur ein Schlückchen. Ja, wir haben es geschafft. Was hat da gerade gebissen? Keine Ahnung, was das war, aber ich möchte es auch, glaube ich, nicht herausfinden. Unsere Farbe ist übrigens doch dunkler als gedacht. Ist gar nicht so gelb. Voll süß, der hat noch gar nicht diese langen Härchen da auf dem Kopf. Diese zwei. Weil er noch ein kleines süßes Küken ist. Ich hätte gerne noch eine andere Diät, aber irgendwie finde ich hier nichts. Da vorne ist irgendwas. Da vorne sind Stegos. Das könnte unsere neue Familie werden. Prozent haben wir. Sieht echt hübsch aus von den Farben. Schnuppert nochmal. Sieht schon krass aus aus dieser Perspektive, so von hier unten halt. Er sieht da so riesig aus.
Ja, der geht irgendwo da vorne hin. Da werde ich auch mit essen. Ist halt egal mit der Diät. Wir haben ja gerade noch 2 Diäten voll. Und wir sind eh gleich schon bei 100%. Aber unsere Härchen da hinten sind noch gar nicht gewachsen. Ich dachte, die wachsen so nach und nach. Kommen wahrscheinlich, wenn man adult ist, einfach. Oder haben die Weibchen diese langen Haare gar nicht? Kann natürlich auch sein. Das werden wir dann gleich wahrscheinlich herausfinden. Oha, was macht der? Hat er was gesehen oder hat er keinen Bock auf mich? Ich sollte etwas vorsichtig sein hier. Ach, mein Stego-Freund, ich werde nie wieder von deiner Seite weichen. Wir nennen dich ganz klassisch Spike. Spike und Hermine. Ich weiß zwar nicht, was Spike vorhat, aber ich bleib bei dir, Spike. Wir werden die Welt zusammen erobern. Ich brauche so langsam Essen. Also ich dachte, du führst mich irgendwo hin, wo es auch irgendwie ein bisschen interessanter ist. Aber irgendwie scheint es hier nur deine Runden zu kreisen oder so. Wir sind bei 100%. Okay. Größer werden wir nicht. Das heißt, als Weibchen hat man diese Härchen nicht. Ist ja schade. Ich finde die nämlich optisch echt cool. Kann übrigens, wenn man Leertaste gedrückt hält, richtig hochspringen. Die Besonderheit von dem Hüpsi. Weiß leider echt nicht, was er vorhat. Ich muss halt gleich essen. Ich kann da so ein bisschen grasen, während ich ihn verfolge. Wie so ein Hühnchen. Bock, bock, bock. Sehr cool. Ich weiß halt echt nicht, was Spike vorhat. Bitte spring dich. Das wunderschöne Farben, Spike. Ich finde Spike schon wieder. Ich gehe mal kurz was futtern da vorne. Zwar nicht unser Food, aber Hauptsache wir haben was im Magen. Guck mal, wir sehen ihn sogar da vorne. Sprintet los. Ich glaube, der will da runter oder so. Alles okay? Hat dir eigentlich was mitgebracht? Was siehst du gar nicht, ne? Oh, wie es laggt. Wenn ich so richtig hochspringe jetzt bei dem Lag. Okay. Hey, wie das aussieht. Wie das aussieht, wenn man hier grast. Das ist echt cool. Der buddelt so im Boden und pickt dann wie so ein Hühnchen. Wir müssen jetzt echt zusehen, dass wir Spike nicht aus den Augen verlieren. Der sprintet immer so random.
Wo ist er hin? Er ist rübergeschwommen. Spike, lass mich nicht allein. Wir müssen doch zusammen was trinken. Er spritzt mich sogar so ein bisschen voll. Kleine Dusche. Der war sehr durstig. Hätte er die ganze Zeit Wasser gesucht oder so. Er ist da vorhin an der Klippe nicht runtergekommen, deswegen ist er so gesprintet. Das könnte ich mir vorstellen. Oh, ist echt schwierig, an ihm dran zu bleiben, hier an den hohen Gebüschen. Aber ich könnte ihn bestimmt auch verfolgen, wenn ich schnuppere, oder? Würde ich da denn die Spuren sehen? Na, anscheinend nicht. Man darf ihn nicht aus den Augen lassen. Aber ihr seht schon, das passiert schneller als man denkt. Oder so riesig ist. Da ist er. Der sprintet halt auch manchmal einfach los und dann ist das halt schon echt schwierig. Da ist er schon wieder losgerannt. Oha. Man hört das halt auch nicht. Er schwimmt drüber. Okay, wir müssen auch rüber. So richtig verteidigen tut er uns auch nicht. Aber da vorne sind noch andere Stegos. Die schwimmen natürlich auch genau auf die andere Seite rüber. Ich glaube irgendwie, das ist eine ungewollte Freundschaft hier. Ich glaube, Spike hat gar keinen Bock auf mich. Vorne sind Raptoren. Ich hoffe wirklich, dass Spike uns gleich ein bisschen beschützt. Dass Spike wieder rüber schwimmt. Ne, greif einen Croc an. Oha. Spike ist ein aggressiver. Hello there. Oh, hier war gerade was. Oh, guck mal, Spike will uns aber verteidigen. Seht ihr das? Wir waren Trudern oder so. Ich glaube, der greift ihn gerade an. Ich glaube, Spike dreht richtig durch. Nee, nicht mich. Leider gar nicht erkennen, was er da gerade attackt. Oh mein Gott, er hat ihn. Mein Lebensretter.
Spike, du bist der Beste, aber vor dir ist ein Kano. Was machen wir denn nun? Da sind auch Raptoren. Das sind zwei Kanus. Oh, das ist ein Stego-Baby. Das Spikes Nachwuchs? Oh, Raptor. Intoxikanus, oh Gott. Sollten auch schnell Kürbis essen. Schön den Mageninhalt wieder füllen. Oh, er hat ihn aufgepiekst. Alter Spike, du bist eine Maschine, bist du. Du bist einfach nur eine Maschine. Sehr geil. Oh yeah. Ich treffe ihn leider nicht. Ich muss, glaube ich, näher ran. Aber lieber nicht. Bin ich mich sicher. Wer ist denn der Kleine hier? Dich nennen wir Emerald, weil du grün bist. Spike und Emerald und Hermine. Das ist ein Trio. Na, was haben wir jetzt vor, wir drei? Die Ein-Mann-Armee und die zwei Klotze am Bein. Schön unter den Beinchen. Guck mal, er wartet aber diesmal sogar, bis wir fertig sind. Der kleine Grüne ist wieder weg. Keine Ahnung, wo der wieder hin ist. Ach, hier gibt es wieder Kürbisse. Okay. Na, ich kann davon leider keinen tragen. Aber ich dachte, wir gehen jetzt baden. Gehen wir baden zusammen? Yay, Spike, wir gehen baden. Komm, leg den Kürbis ab. Will mich mit dir suhlen. Komm, beste Freunde. Lass dich fallen. Oh, okay.
Ja, wie das aussieht. Warum bricht das immer so ab? Total bescheuert. So, jetzt sind wir beide pechschwarz. Schön dreckig vom Schlamm. Wo rennt er schon wieder hin? Keine Ahnung, wo er ist. Wo bist du hin? Irgendwo da links in Steps. Ich hab ihn gefunden. Der legt sich schlafen, oder? Oh nein, ich glaube, der lockt sich aus. Oh nein, Spike. Du kannst mich doch nicht allein lassen. Bitte tu's nicht. Du hast dich nicht mal von mir verabschiedet. Oder sollte das Bad unsere Verabschiedung sein? Oh nein, ich höre ihn schon schnarchen. Wach auf, Spike. Lass mich nicht allein. Spike! Du kannst doch nicht einfach gehen. Ja! Spike, nicht gehen. Lass mich nicht allein. Du kannst nicht gehen. Tut mir leid, wenn ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Nein, Spike. Warum will er denn schlafen? Oh nein. Spike. You need to shut the fuck up. Oh. Okay. Oh Mann. Ich glaube, das hat ihn zu sehr genervt. Ja, ist auch mal ein interessantes Ende. Aber das soll es jetzt auch mit der Folge vom Hipsy gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Das würde mich sehr unterstützen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.